Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Emio, der lächelnde Mann. Nice. Im letzten Part haben wir das neue Kapitel angefangen, wo es jetzt hier wieder um den Blutdeichenmann geht, der... Wir haben nicht das im letzten Part, das Kapitel angefangen. Ja, dann haben wir es im vorletzten gemacht, ist auch egal. Im letzten Part sind wir ja angekommen bei... Todoroki Motors. Wo wir von einer Dame erfahren haben, dass hier Minoru Tsuzuki gearbeitet haben soll. Die haben ihn aufgenommen. Er war wohl in einer Jugendstrafanstalt und so. Wir haben sein neues Bild nicht bekommen. Also und sein altes. Es ist so, dass sie ihn aufgenommen haben. Er hat gut gearbeitet. Ist dann aber irgendwann gegangen. Sie haben ihn wie ihren eigenen Sohn aufgenommen. Ach. Und wir haben ihn jetzt nicht erzählt, was wir wollten, weil der Charakter es nicht tun wollte, obwohl wir es tun wollten. Das Eba Todoroki gab ihm noch eine Blechschere, wo ich immer noch denke, dass es da an dem... Ja, Umfeld kann ein guter Hinweis sein. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, das wäre super. Das motiviert uns nur noch mehr weiterzumachen und das tun wir auch. Und deswegen lese ich jetzt auch noch die anderen Einträge hier vor. Er hat auch ein Auto bekommen. Er glaubt, dass Minoru ein guter Mensch ist, der vielleicht in irgendeinen Vorfall verwickelt wurde. Ein Kommissar, der Minorus Verschwinden untersuchte, kam, um mit ihm zu sprechen, aber Herr Todoroki verschwieg ihm, dass er Minoru ein Auto geschenkt hatte. Er weiß nichts über Ayaka Hashizuma. Seine Werkstatt ist seit knapp 40 Jahren in Betrieb. Sie weiß nichts über Ayaka Hashizuma. Dann tschüss. So, dann treffen wir uns mal wieder im Büro. Vielen Dank für Ihre Zeit. Entschuldigung, dass ich so lange geblieben bin. Geh jetzt. Oh, passen Sie auf sich auf und kommen Sie sicher nach Hause. So, was wollen Sie jetzt noch wissen? Wenn Sie Minoru finden, grüßen Sie ihn von mir. Und dann schnappen Sie ihn sich mit beiden Händen und bringen Sie ihn her. Und solche Sorgen zubereiten, ich werde ihm die Leviten lesen. Können Sie sich auf mich verlassen? Oh, die wollen gar nichts mehr wissen. Moment noch. Ja. Danke, dass Sie den weiten Weg hier auf sich genommen haben, Herr Detektiv. Danke für Ihre Hilfe. Mein Mann möchte übrigens alles dafür vorbereiten, dass Minoru die Werkstatt übernehmen kann. Er kommt zur Familie. Oha. Aber wenn der jetzt wirklich Dreck am Stecken hat, dann wird das niemals passieren. Und dann ist das hier ein trauriges Ende ohne Happy End für die. Oder wenn er wirklich tot ist. Nee, nicht nur wenn er tot ist, sondern wenn er Emio ist. Ja. Oh Gott. Oh! Ich habe natürlich zugestimmt. Also, wenn Sie Minoru finden, sagen Sie ihm bitte, dass er jederzeit zurückkommen kann. Verstehe, ich werde es ihm auf jeden Fall sagen. Vielen Dank. Es ist jetzt aber noch nicht richtig Abend. Willkommen zurück, Florian. Wie sind die heutigen Ermittlungen gelaufen? Gut, würde ich sagen. Ich habe mit dem Eigentümer von Todoroki Motors im Kamamatsu über Minoru Tsuzuki gesprochen. Noch mehr Eigenwörter, bitte. Ja, das reicht also. Das ist großartig. Also, was gibt's Neues? Dass die sich auch nicht wundern, wie lange der Chef einfach, wie lange weg muss, wo und was und warum. Er hat gesagt, es dauert, aber er hat nicht gedacht, dass es das ganze Spiel lang dauern wird. Also wirklich. Bis zum wievielten Kapitel war er da und dann auf einmal weg? Naja. Unter 5. Ich habe erfahren, wie es zu seiner Einstellung dort kam. Was für ein Charakter er hat und noch vieles mehr. Nach dem, was ich gehört habe, wirkt Minoru Tsuzuki nicht so wie die Person, die wir suchen. Aber er verbrachte einige Zeit in einer Jugendstrafanstalt, also muss er in seiner Jugend schon irgendwas passiert sein. Oh, das ist interessant. Nun, dann kombinieren wir doch mal anhand dessen, was du heute bei Todoroki Motors erfahren hast. Ja, stimmt, sie hätte nicht wirklich was erfahren. Außer die Krawatte geholt, sonst wurde sie ja nur ein bisschen Emotionsarbeit geleistet. Dann können sie uns die zeigen und dann sagen wir, ach, das ist genau das gleiche Muster. Bei Todoroki Motors habe ich Folgendes über Minoru Tsuzuki erfahren. Er versteckt sich bei Todoroki Motors. Nein, er ist schon tot. Er wird noch vermisst. Ja, es ist leider so. Er wird immer noch vermisst. Das Ehepaar von Todoroki Motors weiß also auch nicht, wo sich Minoru Tsuzuki aufhält.
Minoru war immer schweigsam, aber er hat erwähnt, wovon er träumt. Sein Traum war, seine Schwester mit dem Auto zu fahren. Er wollte Todoroki Motors übernehmen. Er wollte seine Schwester im eigenen Auto mitnehmen. Er wollte als Kfz-Mechaniker arbeiten. Ja, das war das Zweite. Aber warum sollte... Was ist das für ein Traum? Er hatte eine Schwester? Scheint so. Aber er verließ Todoroki Motors beinahe ohne Vorwarnung. Herr Todoroki machte Minoru zwei Geschenke. Das erste war... Ja, wir können auf ihn gehen, auf Todoroki. Ein Auto ohne Blechschere. Und das zweite war... Eine Gebäude. Frau. Nein. Genau, Herr Todoroki schenkte ihm zum Abschied ein Auto und eine Blechschere. Je mehr Neues wir erfahren, desto komplizierter wird dieser Fall. Wir sollten unsere Schlüsse mit Bedacht ziehen. Ja, du hast recht. Vielleicht macht Uzugi dann Urlaub und will sehen, was wir können. Ich meine, ganz am Anfang war der vielleicht auch nur da, um uns auch zu zeigen, wie geht kombinieren überhaupt und so. Ja. Und jetzt ist er auf Hawaii und lässt uns schuften, um zu sehen, was wir können. Ich glaube, Hawaii ist mit das am weitesten wächste von Japan, was nur so geht. Ja und, wenn er Bock hat. Abwarten, ich hoffe, der wird nochmal relevant. Ich auch, ich mochte ihn eigentlich. Das ist, beschäftigt dich etwas? Wir haben viel erfahren, aber ich kann keine Verbindung zwischen Minoru Tsuzuki und Aisuka Sasaki herstellen. Und wie kommen wir trotz großer Anstrengung und dem Fall nicht so richtig weiter? Nicht ungeduldig werden, das passt eh nicht zu dir. Ich habe übrigens vorhin gemerkt, dass ich einfach eine riesen Lücke in meinem... Ja, ich schreibe doch alles auf, was ich kaufe. Mhm. Anscheinend habe ich nicht alles aufgeschrieben. Ich bin richtig krass im Minus diesen Monat. Das war nicht so schön. Das nächste Monat wird noch schlimmer, aber naja, gut. Kann das andersrum auch passieren? Kann, aber ich schreibe ja nicht zu viel auf eigentlich. Na doch, wenn du zum Beispiel Geld wiederbekommst wegen, das Spiel wird auf einmal billiger. Ja, aber so Sachen, wenn ich was wiederkriege, schreibe ich es immer gleich. Aber ausgeben, keine Ahnung, verpenne ich manchmal. Ich habe zum Beispiel hier dieses Geld an Siri vergessen aufzuschreiben. Ein Friseurberuf, Besuch habe ich nicht aufgeschrieben und ähnliches. Aber gut. Ja, du kannst das Ticket von der Anime-Convention. Das habe ich ja auch nicht aufgeschrieben. Weil ich mir noch unsicher war. Ja, dann wäre ich auf jeden Fall noch mehr Minus, das stimmt schon. Kopf. Ja. Ja. Oha! Oha! Uzugi! Wehe! Uzugi! Wehe! Ah, da klingt ein Telefon. Ist das dein Handy? Ja, deins ist ja nicht geladen! Ja! Du hast recht. Das ist ja Uzugi. Ah, da ob er gerade am Strand liegt und Cocktails schlürft. Ja, er hat uns zugehört. Herr Uzugi, wie geht's Ihnen? Florian, hallo. Ich habe herausgefunden, welcher Ort der Ursprung der urbanen Legende vom lächelnden Mann ist. Das ist Hawaii. Nein, nee, Irumo. Das haben wir schon vor 3 Kapiteln rausgefunden. Irumo, sind Sie sicher? Was geht jetzt? Jan, mach den Text weg. Mal gucken. Alle, wie ihr guckt. Mhm. Irumo ist praktisch ein Geisterdorf. Denn viele hat es in der Stadt. Denn viele hat es in die Stadt gezogen. Hä? Ach so. Ein Geisterdorf, weil viele von da weg in eine Stadt. Ja. Ich war gerade ganz. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Ein Geisterdorf, weil da viele hingezogen sind, das macht ganz. Sie hat ja viel größere Augen als wir. Ja, aber es ist bei einem Anime eigentlich immer so, dass die weiblichen hier so groß und die männlichen so kleine Augen haben. Das ist einer der Stilmittel davon, aber ja. Die zurückgebliebenen sind ältere Semester. Es war schwierig, jemanden zu finden, der etwas Interessantes wusste. Aber ich habe endlich mit jemandem gesprochen, der den Ursprung der Legende vom lächelnden Mann kannte. Die urbane Legende soll auf einem Ereignis basieren, das sich vor 30 Jahren im Dorf abspielte. Mich stört es trotzdem, dass man ihn nicht mal auch ab und zu spielen konnte. Ja, schon. Wenn man Anime schon spielen kann, aber... Zumindest ein bisschen, halt so ganz kleine Episoden meinetwegen, aber... Diese eine einzige da, die war ein bisschen traurig, aber gut. Das war ja auch nichts, da hat man kurz einen Text gehabt, man konnte nichts auswählen und weiter ging's. Ja. Bei diesem Ereignis ging es jedoch keineswegs um ein Monster mit einer Tüte über dem Kopf.
dass die Bevölkerung terrorisierte. Ach. Das deckt sich mit dem, was Herr Fukuyama gesagt hat. Aber dann verbreitete sich die Geschichte vom lächelnden Mann und mutierte zur heute bekannten urbanen Legende. Ich bin sicher, dass die Mordserie vor 18 Jahren auch auf die heute kursierenden Versionen der Legende abgefärbt hat. Wenn ich zurück bin, berichte ich mehr. Eine Sache noch. Ja. Oh nein, es ist Minoru. Nee, wie hieß die? Minoru ist der... Nein. Hm? Dieser eine Name da, den Emio auch gesagt hat. Emiko. Es ist eine Person in dieser Geschichte involviert, deren Name Ihnen etwas sagen wird. Ihnen ist klar, von wem ich spreche. Es ist... Also ich sage, es ist Emiko. Und da fällt dir wer anders ein. Achso, nee, ich muss einen Charakter... Achso, aber Emiko ist dir doch auch rechts. Ja. Warte mal, bevor du das machst. Geh mal kurz zurück, damit ich die lesen kann, die Namen, die da stehen. Ja, ich könnte mir aber überlegen, Fukuyama wird es nicht sein. Problem ist, es ist vor 30 Jahren, also es muss wer alt ist. Sonst könnte ich mir halt hier den... Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Über wen haben wir gerade geforscht? Suzuki. Der könnte es auch, also einer von den beiden, aber ich denke eher, dass es Emiko ist. Aber... Der Vater, der da umgekommen ist in dem Brand. Ja, nimm mal Emiko. Aber ich finde, es könnten auch andere tatsächlich sein. Emiko, richtig? Na, das ist leider falsch. Oh, Minoru. Willst du mich verarschen? Das ist doch fiktional gewesen. Die Person, die man mit diesem Ursprung der Legende vom lächelnden Mann in Verbindung bringt, ist Minoru Suzuki. Man nimmt gemeinhin an, dass Suzuki nach seinem Verschwinden gestorben ist. Aber auch wenn das stimmt, bin davon überzeugt, dass es eine enge Verbindung zwischen ihm und unserem Fall gibt. Also ich möchte jetzt nur mal was kurz sagen. Es gibt ja jetzt zwei Vermisste. Er und der Bruder von Kuse, ja? Ja. Der Bruder von Kuse ist ja, keine Ahnung, 9 oder 11 Jahre älter. Jünger. Ja. Ist der Bruder von Kuse der jetzige Mörder und der ehemalige Mörder war Minoru? Wirklich? Oder ist es derselbe? Oder ist es jemand, den wir noch nicht kennen? Das sind die Optionen. Bleiben Sie weiter am Ball, Sie beide. Verstanden. Er kommt zurück, hast du das gehört? Ich hoffe doch. Verlassen Sie sich auf uns. Dann viel Erfolg bei den Ermittlungen. Bis ich zurück bin. Wer weiß, wie lange das dauern wird. Utsugi kommt wieder. Tja, da hätten wir unsere... Ja, der kommt da bestimmt am Ende von Kapitel 12. Gut möglich. Der braucht ja auch ein bisschen. Mit Kamada hier den anderen, den Täter festnehmen. Der benutzt die Deutsche Bahn jetzt. Ja, super. Tja, da hätten wir unsere Verbindung zwischen Minoru Suzuki und dem lächelnden Mann. Erzählt sie uns jetzt auch mal, was sie gemacht hat? Ja. Wahrscheinlich haben Megumi und Kommissarin Kuse Minoru als den lächelnden Mann verkleidet gesehen, nicht wahr? Also insgesamt, sie hat irgendwie gar nicht mal so viel gemacht. Sie war bei Megumi, sie war in der Schule mehrfach. Das meiste, was sie gemacht hat, ist mit Megumi und Tsubasa gechillt, aber viel mehr hat sie nicht gemacht. Ja, ich verstehe das. Wahrscheinlich haben Megumi und Kommissarin Kuse Minoru als den lächelnden Mann verkleidet gesehen, nicht wahr? Wenn das der Fall ist, hätten wir Isukos Mörder. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass wir nur einen Schritt davon entfernt sind, den ganzen Fall zu lösen. Ich weiß es nicht, ob es da nicht nochmal so einen Twist gibt. Ja, das ist die richtige Einstellung. Wenn nicht, wäre es enttäuschend. So, warte. Notizbuch lesen, bevor jetzt hier irgendwas noch passiert. Und gleich nochmal speichern. Ach Gott. Die neueste Variante der Legende vom Lächelmann wurde von einer Serie von vor 5, 18 Jahren beeinflusst. Scheint das... Ja, genauso wie Fukuyama ihn beschrieb, ja. Es schien, als dass Minoru Suzuki tief mit dem Ursprung der Legende vom Lächelmann verbunden ist. Minorus Geschichte steht mit der Legende vom Lächelmann eng in Verbindung.
Er wollte, dass die Werkstatt übernommen wird von ihm. Sie war mit der Idee des Irmans einverstanden, dass Minoru die Werkstatt übernimmt. Der ist schon Zuke, Alter. Das habe ich halt auch das erste Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt erst wissen. Ich wüsste nicht, warum jetzt erst, aber ja. Wir haben sonst halt ewig nicht mehr, nichts mehr gelesen. Otsuki wird wohl einige Zeit unterwegs. Ja, wirklich einige Zeit. Otsuki fand heraus, dass die Legende vom lächelnden Mann seinen Ursprung in einem Vorfall vor 30 Jahren in Iromu hat. Ja, man hätte mit dem da rumlaufen können, die Leute befragen können. Was, ja. Warum nicht? Anscheinend steht ein gewisser Minoru Tsutsuki ebenfalls damit in Verbindung. Aber der kommt doch gar nicht aus dem... Oh doch, der war ja überall mal. Stimmt, überall nirgends. Er gibt sich selbst die Schuld an Aisukas Tod. Megumi oder Kohai sehen sie. Zu sehen beschämt ihn und er denkt darüber nach, mit dem Unterrichten aufzuhören. Er versteht nicht, warum ihm seine Schüler den Spitznamen Basachi gegeben haben. Was heißt denn Basachi? Keine Ahnung. Wir müssen wir Japanisch können. Er schien niedergeschlagen zu sein. Aber mit Ayumi zu sprechen, hat seine Stimme aufgehoben. Es gibt Bashi, das ist ein Sänger. Das ist es bestimmt. Es gibt auch in Kassel einen Bashi Kassel. Sie sind ein Genie, Herr Otsuki. Hast du das gespeichert eigentlich? Ja. Okay. Wischi-Waschi? Nee. Okay, es wird nichts. Ja. Ja. Wenn Minoru Tsutsuki der lächelnde Mann ist, versteckt er sich wahrscheinlich in Kofuku. Ich werde morgen nochmal zu Torokimotos gehen und ein wenig mehr mit den Eigentümern reden. Ja, wir müssen nochmal mit ihr sprechen. Sie will ja auch was klar labern. Aber als ich am Telefon war, ist Ayumi nah an mich herangerückt. Was soll das denn jetzt schon wieder bedeuten? Also mal dieses Nicht-Aussprechen von Tatsachen oder nicht. Oh, ich hätte fast was Wichtiges vergessen. Inwiefern wichtig? Hol sie raus. Die Krawatte, von der du gestern erzählt hast, ich habe mir eine ähnliche geliehen, weil ich da so eine Ahnung hatte. Ah. Das ist sie. Was denkst du? Sie sieht ähnlich aus wie die ich gesehen habe, aber sie ist... Woher ist diese Krawatte? Ähnlich, das ist dieselbe. Glaube ich. Ja, ich habe sie von der Fukuyama geliehen. Es ist die Krawatte der Schuluniform der Minamidaisa Mittelschule. Oh! Nee, bei der blaue Streifen da eben auch, nee, ne? Vielleicht ist er für Oberschüler oder neue Schüler oder Lehrer. Vielleicht. Oder den Hausmeister. Also jetzt könnte man natürlich auch nochmal den Text ausblenden, aber ich glaube, ich will eher die beiden am Telefon haben. Ja, definitiv. Nee, das ist Quark. Dieses Muster. Da sind doch auch blaue Streifen. Ja, ich glaube, okay, es ist dasselbe wie auf der Krawatte, die ich in der Wohnung von Kommissar Kuse gesehen habe. Hm? Stimmt, das ist auch noch eine Sache. Was war in dem Umschlag drin? Was hat es mit dieser Klammer auf sich? Warum? Ah! Wie sollte eine Krawatte von der Minamidaisa Mittelschule in Kommissar Kuses Wohnung gelangen? Und wer ist Emiko? Und warum liegt hier Stroh? Was geht jetzt ab? Ich will gerade einen Hauptkommissar Kamada, hatte doch ein Bild von Aisuka im Pumpwerk gezeigt. Hat er mir doch. Oh, der lag da, stimmt. Wurde der damit erdrosselt? Ich glaube nicht, dass Aisuka auf dem Bild eine Krawatte hat. Ist das das Mordutensil, womit er... Also, jetzt haben wir unser Fingerabdruck auf der Krawatte drauf, na super. Ja, nee. Also möglich ist es, aber das sieht deutlich dünner aus, finde ich da. Aber ja, ich weiß es nicht. Also wenn du die... Das ist möglich. ...dünn bindest... Ach, was ist denn wohl mit Aisukas Krawatte passiert? Vielleicht war es die, die du in Kommissar Kuses Wohnung gesehen hast. Riech mal dran. Weil, da verstehe ich immer noch nicht, warum er dann damals die Opfer erwürgt hat und jetzt nicht mehr. Gut, wenn es ein anderer ist, dann macht Sinn, aber sonst. Ich weiß nicht. Die sah schon so aus wie eine Krawatte von der Minami aus der Mittelschule, aber es kann auch gut sein, dass Aisuka seine abgenommen hat, als er nach Hause kam. Also auch wenn es zusammenpassen würde, man kann das nicht mit Sicherheit sagen und jetzt ist der Text weg. In der Nähe des Fundorts der Leiche wurde ein Motorrad gesehen und wie ich erfahren habe, fährt Kuse Motorrad. Sie ist doch jetzt nicht Emio, nein, das ist doch Quark.
Vielleicht war er ja zufällig da, hat ihren Bruder gesehen, wie er das gerade gemacht hat. Er hat ey, gib mir schnell die Mordwaffe und tschüss. Steig auf und ab geht's. In ihrer Wohnung lag eine Krawatte, die auch Eishockey hätte tragen können. Ich möchte mir das gar nicht ausmalen, aber ist es möglich? Könnte Kuse vielleicht eine potenzielle verdächtige Mordfall Eizuko sein? Nee. Hey, ich hab mich gefragt. Reißt uns nicht aus unserer Erinnerung hier und aus unserem Denken raus. Ja, ist es vermöglich, dass Kommissar Kuse die Krawatte als Beweismittel beschlagnahmt hat? Warum liegt's bei ihr und dann nicht bei der Polizei? Das ja, warum ist da dieser Umschlag? Was soll da drin stehen? Ja, hier für meine liebe Schwester. Wenn so ist, wäre es äußerst fragwürdig, die zu Hause aufzubewahren, anstatt sie der Spurensicherung zu übergeben. Aber angenommen, der Bruder ist in der Tüte gewesen. In der Tüte. Und sie weiß das. Warum hätte sie sich dann so erschreckt, wo sie durch den Spion geguckt hat? Ja, gut, nee, der so war das nicht, aber der andere war es. Das war ja der alte Killer und das war jetzt wer anders. Glaube ich. Aber selbst dann ist das schwierig. Ja, du hast recht. Oh, es geht da nur vor sich. Ob Kamihara, anstatt zu spekulieren, sollte ich lieber mit ihm sprechen. Rufen wir ihn gleich mal an. Aber das machen wir im nächsten Part. Das Kapitel wahrscheinlich. Ja, komm. Kamihara, hallo! Tut mir leid, dass ich Sie so spät noch störe. Haben Sie im Moment Zeit? Worum geht's? Könnten wir uns morgen früh treffen? Ja, Zeit, junger Detektiv. Wir können uns treffen, bevor ich meinen Dienst beginne. Jetzt sag da nicht mal, mein Kleiner. Vielen Dank. Wenn Sie einverstanden sind, warte ich vor dem Detektivbüro Zugriff auf Sie. Das heißt, er arbeitet noch. Geht klar, Kumpel. Wir sehen uns. Yep, bis morgen dann. Kommissar Kamihara wollte mich am nächsten Morgen ab. Er holt mich morgen ab. Und wir unterhielten uns, während er fuhr. Was? Warum ist redet er so, als wenn es... Im Inneren hoffte ich vermutlich, er würde einen Verdacht... meinen Verdacht gegenüber Kommissar Kuse mit einem Lachen abtun. Wie gerne hätte ich ihm sagen hören, was redest du denn da? Sie machen sich zu viele Gedanken. Wie bitte? Tja, aber das sehen wir in der nächsten Part hier, nämlich bei Kapitel 11, der Verdacht. Das solltet ihr nicht verpassen, ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal bei Emi oder Lächelmann. Tschüss. Tschüss.